Laura, He-Mans Zwillingsschwester und Verteidigerin von Crystal Castle. Dies ist Spirit, mein geliebtes Streithaus. Sagenhafte Geheimnisse wurden mir offenbart an dem Tag, als ich mein Schwert hochhielt und rief: Für die Ehre von Grayskull! Nur wenige teilten mein Geheimnis. Unter ihnen sind Life Hope, Madame Raz und Kaul. Ich und meine Freunde von der Life Rebellion, wir versuchen zusammen Etheria von den bösen Mächten Hordax zu befreien. Verstehen, warum dein Bruder immer so weit nach hier draußen kommen muss, wenn er uns von Eternia aus besucht. Oh, Schwierigkeiten. Ich sehe immer noch niemanden. Wir sollen Rebellen sein. Wir werden suchen, bis wir sie gefunden haben. Wir müssen die Soldaten loswerden, bevor Adam hier eintrifft. Und dieser hohle Baum bringt mich auf eine Idee. Komm mit, Kaul. Wir müssen uns jetzt beeilen. Oh, hallo, ihr Sumpfpfannkuchen. Wage es nicht, mich einen Sumpfpfannkuchen zu nennen. Du hast recht, man sollte einen Sumpfpfannkuchen nicht beleidigen. In Ordnung, das reicht. Du bist jetzt ein Gefangener der Hordes. Dann musst du mich aber erst einmal fangen. Ui. Oh, hier drinnen kannst du mir nicht entkommen. Oh, ich sitze fest. Hey, Pfannkuchen! Nur ein Feigling versteckt sich in einer Blechdose. Jetzt schreit aber, komm her! Versuche mich doch zu fangen! Hey, ich sitze fest! Alles fertig, Adora. Jetzt gehören sie dir. Vielen Dank, Kaul. Aber erst... Für die Ehre von Grayskull! Liebende Vögel zu belästigen. Das war mir vielleicht ein Vogel. Nun, hier sind wir sicher. Nicht ganz. Wir müssen Hordak immer noch erklären, dass ein Vogel uns in den Sumpf befördert hat. Oh nein! Adam, wie schön, dich wiederzusehen. Freue mich, dass ich kommen konnte. Erzähle mir, Bruder, wo liegt dein Problem? Problem? Ich bin nur gekommen, um meine Schwester zu besuchen. Wir sehen uns viel zu selten. Der Planet heißt Etheria. Nie von gehört. Aber ich... Sehr gut, Tongalesh. Dieses Land ist schon immer ein Dorn in meinem Auge gewesen. Mit diesem Geldmaker werde ich in der Lage sein, ein Tor zu Etheria zu öffnen, das so groß ist, um den ganzen königlichen Palast hindurchzuschieben und damit zur gleichen Zeit alle meine Feinde loszuwerden. Aber warum gerade Etheria? Dumme Frage, Mordolok. Um deine Frage zu beantworten, Etheria wird von Hordak regiert und den mag ich genauso wenig wie He-Man. Warum schicken wir nicht die gesamte königliche Familie zu Hordak, sondern sich doch mal um sie kümmern? Ja, so hier. Nimm sie weg oder du bist sie los, deine Zunge. So, es ist fertig. So, nun wollen wir sie mal testen.
Programmiere den Gate Maker, um nur ein kleines Tor zu Eteria zu öffnen. Dann geht's los. Jawohl, Skeletor. Das nächste Mal nimm lieber deine Hände. Nun untersuchen wir mal, was auf der anderen Seite ist. Sag mal, ist dies ja zufällig Eteria? Ja, natürlich ist es. Wow! Es klappt! Meine Maschine geht! Ja! Mit diesem Gate-Maker kann ich ganze Städte bewegen. Ich kann eine ganze Armee irgendwo ins Universum schicken. Nicht einmal Horda kann so etwas aufweisen. Dann würde mir Horda vielleicht mehr dafür geben als Skeletor. Mit dir bin ich nun fertig. Ich verlasse dich und gehe dorthin, wo ich und der Gate-Maker mehr gewürdigt werden. Zu Horda! So nicht mit mir machen! Ich werde mich dafür rächen! Skeletor, pass auf! Das Tor kann sich jeden Augenblick schließen! Eteria, jetzt muss ich nur noch Hordak finden! Jetzt Mordolok finden und meinen Gatemaker! Welchen Weg könnt ihr genommen haben? Skeletor! Oh, was will der denn hier? Ich weiß es nicht, aber ich denke, He-Man und She-Ra sollten das lieber untersuchen. Für die Ehre von Grayskull! Bei der Macht von Grayskull! Erweckend, nicht wahr? Aha! So, Mordolok ist hier entlang gegangen. Nur nicht so schnell, Skeletor. He-Man, She-Ra, ich lass mich durch euch nicht aufhalten. Sofort aus dem Weg. Sofort. Hier, She-Ra, ein kleines Geschenk. Dieser Blitzstrahl wurde nur für dich hergestellt. Schwert zu, Handschellen! Verdammt! Ich kann meine Arme nicht bewegen! Und nun, Skeletor, erzähl uns mal, was das eigentlich alles soll. Mein Assistent, Mordolok, hat meine letzte Erfindung gestohlen. Ich kann damit ein Tor machen, so groß, dass eine Armee von einer Welt in die andere durchschlüpfen kann. Und er will sie an Hordak ausliefern. Und damit kann Hordak auch Eternia erobern. Wir müssen ihn aufhalten. Und dazu braucht ihr auch meine Hilfe. Ich weiß mehr über Mordolok und den Gatemaker als ihr. Lasst mich frei und ich werde euch alles erzählen. In Ordnung, Skeletor. Wir machen das Geschäft. Komm mit uns. Erzähl uns genau, was du weißt und wir werden einen Waffenstillstand schließen. Aber nur so lange, bis wir die Maschine zurückhaben. Ihr meint doch wohl, bis ich sie zurückbekomme. Ich will Hordak sehen. Dann ihm, ich habe etwas für ihn. Etwas, das er sehr, sehr interessant finden könnte. Möchtest du etwas brei? Er ist sehr gut.
Nein, ich will nichts von deinem Brei. Ich hasse Brei. Ich weiß nicht einmal, was Brei ist. Und jetzt verschwinde. Ich kann's nicht weiter ertragen. Waffenstillstand oder kein Waffenstillstand? Nebenbei, ich muss meine Maschine zurückhaben, bevor She-Ra und He-Man sie bekommen. She-Ra! Nach dem, was Skeletor sagte, muss Modulok nur Minuten vor uns hier gewesen sein. Sollte er die Fright-Zone noch nicht erreicht haben, könnten wir ihn vielleicht gerade hier einholen. In Ordnung, dann müssen wir uns beeilen. Ich werde Skeletor sagen. He-Man! She-Ra! Skeletor ist verschwunden! Er hält sich nicht an den Waffenstillstand. Das bedeutet, dass wir Modulok, Hordak und Skeletor aufhalten müssen. Nun sag mir, was du hier willst. Ich komme aus Eternia, wo ich einmal für jemanden gearbeitet habe, der auch in deinem Dienst entstand. Skeletor! Skeletor! Ich hasse dieses Knochengesicht. Sollte ich ihm jemals in die Finger kriegen, werde ich dies tun. Dieser abscheue Skeletor auch, oh großer Hordak. Darum bin ich zu dir gekommen, um dir zu dienen. Und ich habe auch ein Geschenk für dich. Eine Erfindung, die eine Öffnung zwischen hier und Eteria schaffen kann. Und so groß ist, dass man eine ganze Luftflotte hindurchfliegen lassen kann, um Eteria zu erobern. Eteria zu erobern? Nun, das wäre ein Spaß. Das hast du gut gemacht, Modulok. Du darfst dich jetzt als ein Mitglied der Hordes betrachten. Ich bin sehr geehrt, Hordak. Nur noch eine Kleinigkeit. Skeletor, könnte mir dir Volk sein, bevor das Tor geschlossen wurde. Skeletor! Auf Eteria ausgezeichnet! Ich kann Eteria überfallen und gleichzeitig Rache an Skeletor nehmen! Nur mal sehen, auf welchem Weg finde ich Modulok? Gib es auf, Skeletor! Du könntest nicht mal dein eigenes Gesicht an einem Sonnentag finden! Hordak, du übergroßer Rosteimer! Freundlich wie immer, du Knochenkopf! Sag mal, suchst du vielleicht etwas hier? Du weißt, was ich haben will, den Geldmaker! Gib ihn mir zurück, oder sonst... Droh mir nicht, Skeletor! Du kannst doch nichts tun! Ich habe jetzt den Gatemaker! Mit ihm werde ich endlich in Eteria eindringen! Nein! Du kannst Eteria nicht besetzen! Es gehört mir! Mir! Verstehst du? Wieder vorbeigeschossen! Du wirst mich mit deinem schwachen Verwüstungsstrahl niemals kriegen! Ich habe nicht einmal versucht, dich zu treffen, Hordak! Wollte dich nur in den Seitengang kriegen, damit ich dies tun kann! Diese Kabel werden mich nicht aufhalten! Nein, aber sie werden mich ganz schön festhalten, während ich auf Wiedersehen sage! Verdammt, seist du Skeletor! Das wär's, bereite den Gatemaker vor! Ich werde Shadow Weaver und die Tanks hier beordern, um weitere Einmischungen zu verhindern! Wir überfallen Eteria jetzt! Kraftzufuhr ist angeschlossen, Meister Hordak. Wir können jederzeit anfangen. Ausgezeichnet! Hordak an Hordes Luftflotte, seid ihr in Position? Alles ist vorbereitet, Meister Hordak. Wir warten nur noch auf das Tor. Dann sollt ihr auch nicht länger warten. Jetzt, Modulok!
sehen das Tor. Wir fliegen durch. Nächster Stopp, Iteria. Endlich! Die Invasion von Iteria ist nahe. Tut mir leid, Hordak. Nahe, aber nicht nah genug. Zu spät. Meine Luftflotte befindet sich schon im Anflug. Und meine Roboter-Tanks werden dafür sorgen, dass ihr nicht näher kommen könnt. Das werden wir noch sehen, Hordak. Ich habe ihn! Nicht gelaufen! Das hat Spaß gemacht. Lass es uns irgendwann wiederholen. Schwert zu Lasso! He-Man und She-Ra gegen Hordak. Da bin ich ja pünktlich. Ich könnte Ihnen helfen. Ich könnte mit Ihnen zusammenarbeiten, anstatt gegen Sie. Wir könnten Hordak vernichten. Nein, ich glaube, ich warte lieber ab. Mal sehen, wer gewinnt. Sieht so aus, als ob dir die Tower ausgegangen sind, Hordak. Noch nicht, She-Ra. Seht, wo jetzt die Kräfte summen. Daraus wird ein Gigant bald kommen. Ausgezeichnet. Sie hat die Elektrizität angezapft, um einen Elektroiden zu schaffen. Das bedeutet ihr Ende. Aber Hordak, was ist mit dem Überdruck auf dem Gatemaker? Belästige mich nicht mit Einzelheiten. Hordes Piloten, durchfliegt das Tor, schnell! Ja, Hordak, wir sind beinahe da. Höre, lass dich gefangen nehmen. Was? Denke daran, dieses Ding lebt nicht wirklich. Es ist nur Elektrizität, die den Befehlen von Shadow Weaver gehorcht. Und Elektrizität hat zwei Pole, negative und positive. Und wenn wir unsere Schwerter kreuzen... Würde es einen Kurzschluss geben. Und einen ganz schönen Knall. Es ist geschafft. Die Kraftwoge. Sie hat den Gatemaker kurz geschlossen. Luftflotte, zurück! Das Tor ist außer Kontrolle. Wir wissen nicht, wo ihr wieder rauskommt. Zu spät! Wo ist die Flotte geblieben? Sie könnte überall sein. Selbst auf der anderen Seite der Milchstraße. Bah, also vernichtet. Na und? Wir bauen eine neue. Wir können's nicht. Man benötigt dazu seltene Mineralien. Wir haben sie nicht. Wir haben sie nicht? In diesem Fall bist du nicht länger ein offizieller Hordeswissenschaftler. Du wirst Hordeskoch, bis ich das Gegenteil sage. Und jetzt verschwinde ich von hier. Weißt du, manchmal lohnt es sich nicht, böse zu sein. Ich werde euch den Weg nach Eternia öffnen. In Ordnung, Sorceress. Das also war dein ruhiges Wochenende. Es gibt noch ein nächstes Wochenende. Ah, da ist das Tor. Ich gehe besser. Dann gehe. Du erwartest jetzt sicher, dass wir dich nach Eternia mitnehmen, ne? Skeletor? Von euch einen Gefallen annehmen? Dann laufe ich doch lieber. Haha, wie du willst. Komm, Battlecat. Ja, geht doch. Ich brauche dein Tor nicht. Ich werde mein eigenes Tor machen, irgendwann. Ja. Wer Skeletor fängt, bekommt einen Monatssold. Geht doch anders überlegt. Da das Tor nun einmal da ist, wartet auf mich. Boah. She-Ra! Unsere Befehle sagen nichts davon, auch She-Ra gefangen zu nehmen. Verschwinden wir! Machen wir! Und
Und ich brauchte nicht mal einen kleinen Finger zu heben. Da wir vom Weggehen sprechen, ich frage mich, wo die Hordes Luftflotte wohl gelandet ist. Das werde ich wohl erst herausfinden, wenn sie ihren Weg zurückgefunden haben. In ein paar Jahren? In der Zwischenzeit? Wer weiß? Vielleicht haben sie neue nette Freunde gefunden. Weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, dies ist nicht Iteria. Hi, ich bin's wieder, Loki. Habt ihr mich heute gefunden? Falls nicht, seht mal genauer hin. Seht ihr mich jetzt? In der Geschichte handelte es sich um ein Schicksalstor. Als Modulok da durchging, fand er eine Menge Schwierigkeiten auf der anderen Seite vor. Man kommt schnell in Schwierigkeiten, aber noch schwerer ist es, da herauszukommen. Das nächste Mal, wenn du meinst, du stehst vor einem Schicksalstor,